Bootsbesitzer in Norwegen müssen zurzeit mit einem besonderen Gast rechnen, der auf ihre Boote steigt, um sich zu sonnen. Es ist ein Walross, und zwar die Walrosskuh Freya, die schon seit Monaten die Bekanntschaft der Norweger macht und sich langsam aber sicher unbeliebt gemacht hat. Denn sie wiegt eine halbe Tonne und da kann schon mal was auf einem Boot kaputt gehen. Auch steigt Freya gerne da hoch, wo es leicht ist, also auf kleinere, nicht so stabile Boote. Walross-Experte Kjell Isaksson warnt, von Freya solle man sich lieber weit entfernt halten. Sie könne ungemütlich werden.